Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe die Game CFG wieder auf Standard gemacht, weil ich habe immer wieder Abstürze und Grafikfehler und so. Außerdem werden die Grafikeinstellungen wieder zurückgesetzt. Also zum Beispiel hier geht es immer wieder auf Mittel bei Renderqualität und Terraindistanz geht immer wieder auf Mittel. Partikeleffekte gehen immer aus und Anti-Aliasing geht aus und ja, mir reicht's langsam, also es regt mich einfach auf, ja. Deshalb, ja, halt nicht mehr so hohe Sichtweite, nicht mehr so scharfe Texturen, tut mir leid, aber es wird sowieso auch manchmal immer herumgemault und mir irgendwie komische Sachen gesagt über die Game CFG. Dann, ja, fühle ich mich auch nicht ganz so wohl. Aber die Sichtweite ist eigentlich noch recht gut. Also, ja, halt für 2006, für diese Engine, die ja damals schon ein bisschen veraltet war, schon eigentlich relativ gut. Also, ich habe bei den Aquantis gelevelt, das ist mega kacke. Ich habe mit den Orks gekämpft, das ist auch mega kacke. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich leveln soll, weil einfach, die droppen nichts. Schaut euch das an. Also, ja, ich habe währenddessen nochmals das Inventar gelernt. Das ist jetzt nicht alles, was ich gedroppt habe. Aber es droppt einfach nichts sonst, also nur Loot. Und das finde ich richtig kacke. Wüstenface Game. Golem. Einfach normale Wüsten. Ah, große, okay. Die große sind dort. Leider hat jetzt gerade auch keinen Bock mehr, sagt der Banshee. Niemand Bock, dann will ich auch keine Fortschlachten machen. Bloody Striker geht auch noch 10 Minuten. Der Bloody Striker ist der gewesen, den ich immer getroffen habe, als er Magneten gefarmt habe und ich noch im Low-Level-Gebiet war, levelte. Ah, ich hab's jetzt schon. Gut. Ja, haben wir uns immer wieder getroffen und dann habe ich immer gesagt, wo er die Magneten findet und so. War richtig cool. Schade, dass wir jetzt gerade keinen Kontakt mehr haben, aber er war, glaube ich, auch schon längere Zeit nicht mehr on oder so. Oder vor allem nicht ich, vor allem, weil ich ja morgen früh on. Und da war ich ja nicht mehr so on. Nein, hau ab, du blöde Hirne, sonst kill ich dich mit deinem Schlag. Gut, ja. Eben, das alles ganz, ganz lange geht jetzt im Leveln, das ist klar. Und halt auch nicht so schön, aber ich beiß ja auf die Zähne. Ich kann ja sehr gut auf die Zähne beißen. Ich habe schon sogar schon einen Zahn ausgebissen, dank meiner Ungeschicklichkeit. Ja, aber der ist natürlich wieder drin. ein Herz. Ein Herz des Grau ist okay. Ein Sternherz von einem Face Golem. Ja, passt. Und meine Katze kommt jammern. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Du weißt wohin. Och, hopp, hopp. Meh. Luna, du musst hoch. Du musst in den ersten Stock. Ja? Hoch mit dir. Meh. Keine Maus gebraucht. Ja, also. Wir müssen nach Altaruk. Ah, schön. Ein Grabwächter greift mich auch mal wieder an. Ah, wie süß. 8 Schaden. Wow, ist das stark. Ja, wir haben hier Wüstenwind. Sieht irgendwie anders aus als mit Game FTG. Also bitte. Muss mich zuerst wieder gewöhnen dran.
Ja, heal, please, dann geht's schneller. Der Bloody Striker hört doch nicht nach 10 Minuten auf. Es war nämlich schon länger, als er das geschrieben hat. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich sterben. Sofort. Weil ich dann alles alleine machen, ja, nicht alleine, aber mir zu dritt machen müssen. Und, ihr wisst ja, gegen einen hätte ich eine Chance, gegen einen Bogey, aber gegen drei, So. Wobei Schützen einfach nerven mit ihren Blitzpfeilen da. Ich weiß jetzt nicht genau, was irgendwie statischer Schuss oder so. Das ist ein großer Wüstenfels-Golem-Herz. Ein großer Wüstenfels-Golem-Herz. Okay. Ich habe so etwas nie vorher gesehen. Sehr interessant. Ich werde es zum Schmied bringen und es in feines Puder zermahlen lassen. Dann können wir die zweite Zutat suchen. Ah, komm mit Mitte. Der Schmied hat das Golemherz geschliffen und ich bewahre es an einem sicheren Ort auf. Die zweite Zutat, nach der Zaubertrank verlangt, ist ein Topf voll gigantische Korallenschlange-Giftdose. Okay. Sehr gute Grammatik. Ich verstehe, wenn es nicht das ist, woran ihr interessiert seid. Ich habe Todesangst vor Schlangen. Wenn ihr euch traut, dann bringt mir 25, ja, ja, ganz klar, von giftiger Korallenschlange. Oh Gott. Ich mag so Quests nicht. Zweihändige verbeulte Axt aus Stahl, meisterhaft. Also die sind dort unten. Da draußen, okay. Boah, ist das kalt heute Morgen. Oh, ich friere fast. Wie in einem Gefrierkühlschrank. Oh, eine Gefriertruhe. Wir haben Sommer. Wir haben bald den 21. Juni. Also Mitte des Sommers. Oder Sommeranfang, aber Mitte des der Jahreszeit. Und dann ist es einfach mal unter 5 Grad kalt. Vor allem bei uns hier. Und davor hatten wir ungefähr 3 Wochen 25 bis 30 Grad und 3 Tage sogar über 35 Grad und jetzt plötzlich ist auch wieder kalt und kann man gleich in den Winter geschossen werden. Kommt das Gleiche drauf an, richtig nervig, so richtig, richtig nervig. Und meine Katze ist weg. Überrascht mich. Sonst bombardiert die mich manchmal mit ihren süßen Klängen. Ja. Heute spüre ich wieder die Muskeln vom Training. Oh Gott. Aber das bin ich ja eigentlich gewöhnt. Aber jetzt, wo es kalt ist, merke ich auch die Muskeln. Da bin ich plötzlich nicht mehr so gewöhnt. Schnervt ein bisschen. Gigantische, ja. Gut, da haben wir hier auch recht viele. In letzter Zeit häufen sich richtig blöde Kommentare in den Videos und ich sage jetzt mal einen Kommentar dazu. Solche Sachen werden bei mir sofort gelöscht, weil das einfach nichts mit meinen Let's Plays zu tun hat. Und es auch noch pottenfrech ist. Also ihr habt bei mir eigentlich... Ja, wie soll ich sagen? Ihr erreicht damit eigentlich nichts. Es hat einfach Antworten wie... Du kennst dich mit Regnum überhaupt nicht aus. Es ist klar, dass ich mich mit Regnum auskenne. Ich bin Let's Play, ich bin Einzelspieler, also einer, der das meiste einfach alleine macht. Nicht geholfen werde... sehr große Pausen immer dazwischen hatte und eigentlich noch totaler Anfänger bin, weil ich erst gerade wieder angefangen habe. Das ist mir klar. Und da könnt ihr auch schreiben, wenn ich irgendwas falsch sage oder so mache oder wenn ich etwas nicht weiß, mir helfen, aber nicht so dumme Antworten hinschreiben wie hey, du bist lächerlich, schau dich mal an. Es sind nun mal Let's Player, es sind nicht vollwertige Spiele. Let's Player müssen sehr viel nebenbei noch machen.
die müssen kommentieren, die haben nicht so gute Konzentration und dadurch, die sind multitaskingfähig, alles mögliche, also bitte. So, als würde man ein Profispieler sein, sind wir nicht. Also, für mich ist Comedy wichtig und dass ich euch etwas zeigen kann, woran ihr Spaß habt, dass ich Wünsche erfüllen kann, dass ich mit euch einfach einen Clan gründen kann, mit euch spielen kann und so weiter. Aber nicht, dass ich der beste Spieler in Regnum werden will. Also bitte. Und deshalb einfach Kommentare, die etwas, ja, sagen, etwas aussagen, nehme ich ja an. Aber wenn ich eben, wenn eben geschrieben wird, du bist blöd, du kennst dich mit Regnum nicht aus und so, das ist nichts sagend. Da weiß ich jetzt nicht, was ich soll verbessern oder was genau überhaupt falsch ist. Und deshalb sind solche Kommentare, weil ich sie einfach nicht mag, weil sie einfach so mega angeberisch sind und nervig sind, sind sie bei mir einfach nicht mal freigeschaltet, weil die werden in einen Spamfilter verwaltet. Die kommen in einen Spamfilter und da bleiben sie auch. Also die werden gar nie veröffentlicht eigentlich so. Und für mich ist das nicht extra Arbeit, weil ich es eben nicht aktivieren muss. Kommentare, die dann so halb daneben sind oder halb nichts aussagend, die muss ich aktivieren. Dort muss ich ein bisschen Arbeit investieren. Aber hey, ich habe genug Zeit, um so etwas zu machen. Und ich mache ja auch so etwas gerne. Sonst würde ich kaum ein Ereignisforum haben. Sonst würde ich kaum einen Mod-Server haben bei Minecraft und solche Sachen. Wenn ich diese Sache nicht machen würde, müsste, wolle. Ah, schon fertig. Gut, also. Dann gehen wir wieder zurück. Nach Altaruk City. Das Warten ist so blöd. Ich bin ja ein sehr netter Kerl, aber eben bei solchen Kommentaren, die wirklich, ja, Verpestung sind. Naja, da bin ich nicht freundlich. Ich habe so extrem viele Kollegen, die tun mich wirklich als bester Kollege preis und so. Und wieso? Weil sie nett sind. Wenn sie nett sind, bin ich auch nett. Ich bin nett zu netten und böse zu bösen. Und wenn jetzt jemand eben die ganze Zeit böse zu mir ist, muss sich nicht wundern, dass ich ihm nicht helfe. Die ganze Zeit kommen dann wieder Kommentare wie, hey, wieso antwortest du nicht? Hey, ich hab dir was gefragt. Hey, Skype mal, ich will dir unbedingt was erklären. Und dann skypen wir und dann erklärt er die ganze Zeit, hey, du, wenn ich dich etwas frage, dann antworte doch bitte. Hey, ich bin doch nicht der Babysitter, ich bin nicht ein einer, der ignoriert werden will und so. Ich finde, solche Leute, die dann gleich so anfangen, haben mehr nichts mehr zu tun, ganz einfach. Es ist doch nicht schwer, einfach nett zu sein. Oder gewissen etwas Respekt, also ja, einfach ein bisschen Einsicht zu haben auf andere. Weil viele Leute haben einfach keine Einsicht mehr. Wenn ich was schreibe, wenn ich jetzt zum Beispiel in das Ignis-Chat schreibe, ich habe eine Frage, ich möchte etwas wissen, oder? Es antwortet mir niemand. Stattdessen bekomme ich Antworten wie, bist du blöd oder bist du, wieso weißt du das nicht? Wieso soll ich das wissen? Gibt es ein großes Tutorial hier in Regnum? Gibt es irgendwie eine Spielanleitung? Nein, es gibt nichts von all dem. Okay, es gibt eine kleine Hilfe am Start, Spielanleitung hier. Aber hier wird nicht geschrieben, wie ich erkenne, wo ihr gerade in den Fortschlachten seid oder so. Das ist, wenn ich doch frage, wo seid ihr, dann könnt ihr mir doch eine anständige Antwort geben. Also die es zutrifft, die gerade uns sind, wenn ich das frage. Aber nicht irgendwie sagen, wir sind irgendwie am
Herbbind, nicht im Herbbind, im Shana-Bind oder was, wie das Bind heißt, was überhaupt nie gesagt wird. Ja, es wird einfach zu wenig gesagt unter den Leuten. Die Leute sind einfach demotiviert. Die sind einfach zu faul, nur etwas Kurzes zu schreiben, nur etwas zu antworten. Und ja, ich bin ja eben ein Mensch, der recht schnell halt, ja, meine eigenen Regeln machen, sozusagen. Einfach, wenn mir jemand blöd antwortet, dem helfe ich auch nicht mehr. Dem antworte ich auch blöd, sozusagen. Das ist einfach Gerechtigkeit. Es ist Gerechtigkeit, dass ich einfach jo, so an mir habe. Und deshalb müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich plötzlich der Böse bin. Und in den Let's Play bin ich der Gute. Aber im Real Life, also beim Chatten und so, bin ich dann der Böse. Das ist sowas von böse. Stellt euch das mal vor. So, gigantische Drachen. Was? Wir müssen zuerst leichte Golems töten, dann müssen wir schwere Schlangen, okay, schwere Schlangen für Level 30 oder wie viel das war, glaube ich 27, normale Schlangen. Und jetzt nochmals leichte, ich weiß nicht, die Quests sind eigentlich nie durchdacht. Sie wurden einfach hingeworfen. Vielleicht hatten sie extrem viel Zeitdruck. Sie wollten ja unbedingt ein super Game herstellen, haben dann gemerkt, dass jeder Spieletester von den Zeitschriften und Internetseiten Regnum nur eine 53er Note gibt. Wollen es dann viel besser machen, aber man ist dann eigentlich eher schlechter. Es ist, ja. Schade, schade um die Entwicklung. Ich hätte sie wirklich gegönnt, das Besseres zu machen können, aber was kann man eigentlich in Buenos Aires oder wo das Entwicklerstudio ist, richtig machen, wenn man eigentlich da nur mitbekommt von den Asiaten? Weil das große Problem an dem MMORPG ist ja das Grinden, und die haben in Regnum alles nur gegrindet reingemacht. Und deshalb kann so etwas halt auch nicht in Europa gut ankommen. Aber dafür haben sie sich ja auch schon revanchiert, indem sie pottschlechte Dingspiele machen. Handyspiele. Und ja, meinen, sie können jetzt wieder zurückkommen und Regnum zu etwas Gutem bringen. Was leider nicht klappt, weil schaut euch an, der Patch hat alles noch schlechter gemacht. Wenn, dann macht den großen Patch, der einmal pro Jahr rauskommt, also ja, jedes Jahr ein neuer großer Patch, wo einfach etwas Großes macht, wo vieles endet und wo auch getestet wurde auf Huamun. Aber doch bitte nicht irgendwas auf den Markt, also auf einfach etwas raufpatchen, was Bugs hinter sich herzieht, was richtig nervt, wie die Pets. Ich hatte vorgestern war es eine Fortschlacht am Aggersburg, also Marburgs Aggersburg Fort, und dort waren ungefähr 10 Leute mit 10 Hyänen. Es sah so hässlich, es sah so schlimm aus. Es sah einfach ja, so ungewohnt und so peinlich, so wie soll ich es erklären? Es sah einfach nur richtig peinlich aus. Und wenn jetzt jeder eine Hirne braucht, nur wegen den paar Attributen für ihre Hauptklasse, dann frage ich mich, ist denn das so wichtig, dass man 7,50 Euro ausgeben muss für so ein hässliches Pet, was viel zu klein ist, aber doch viel zu nervig, zu groß, also zu viel Platz wegnimmt oder so. Wenn man es machen könnte, dass man es nur selber sieht, also nur die Pets sieht, die man selber hat, ja, aber es muss doch natürlich noch preisgegeben sein, dass alles so richtig cool angeben können, dass es so ein tolles Pet ist, das so viel hilft.
Oh, cool. Angriffsgeschwindigkeit und Blitzschaden. Mal kurz schauen. Feuerschaden raus. Den rein. Hallo. Ja, jetzt. Den hier rein. So. Dann geht's weiter. Ich habe die Trank vervollständigt. Darum habe ich so viele gute Grammatik. Ihr müsst das hier nur zur Kiste bringen. Ihr steckt die Runensteine hinein, öffnet das Kiste. Das Kiste, gut. Und schüttet den Inhalt in das Kiste. Schließt das Kiste und verschließt es. Was? Schließt das Kiste und verschließt es. Okay. Wartet ein paar Sekunden und dann öffnet das Kiste. Und ihr werdet eine kleine Pergament mit Zeichnungen finden. Es mag wie ein Nichts für euch erscheinen, aber das ist das exakt das der Ort, wo die Runensteine sind. Bringt mir die Pergament mit Zeichnungen und ich werde euch sagen, wo die Runensteine sind. Damit ich nochmals zu dir hingaloppieren kann, nochmals deine hässlichen, ungrammatischen Worte anhören muss und vorlesen muss. Ah, schlimm. Ihr schließt das Kiste auf und öffnet es. Ihr schüttet Trank hinein, schließt Kiste und versiegelt es. Okay, toll. Freut mich. Also, neue Innovation. Man macht einfach in einem Game schlechte Grammatik und interagiert mit Kisten. Mal was wohl. Zeigt es doch an, bitte. Ah, Gott. Ihr schließt das Kiste auf und öffnet es. Ihr findet ein Pergament mit Zeichnungen auf dem Boden. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Das muss das sein, was von Tatjan geredet hat. Ah. Ich bekomme innere Hirnblutungen von diesem schlechten Zeug. Aber es ist Regnum. Ich kann es eigentlich nicht böse meinen mit Regnum. So, für die Leute, die richtig Fans sind von Champions of Regnum. Aber ich mache ja eigentlich nur Comedy, oder? Ich meine es ja jetzt wirklich nicht ernst, aber ich hätte schon gedacht, dass Regnum mehr zu bieten hätte. Ja, weil ich halt einfach nicht so der Mann, also der Let's Player war damals, der so extrem viel Richtiges machen musste und so. War es damals natürlich auch viel besser. Heutzutage ist es halt nicht mehr so gut. Ich habe mehr Anforderungen bekommen. Dadurch auch mehr Fans und die Fans haben halt manchmal Kritik oder Verbesserungswünsche und so. Das ist klar, aber eben es ist einfach lustig, was die Chats, Chatboxen hier so machen, so schreiben. ja, genau das brauche ich. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Das sind die Spuren von und das von. Hier ist es. Die Spuren sagen, dass die Runensteine in Alfanas Falle sind. Ich habe meine 5 aufgeschrieben, damit ihr ihn zum Edelmann des Königs bringen könnt. Ich bin mir sicher, er wird euch für unsere Fehlen verzeihen, als er euch einmal Soldaten geschickt hat, um die Runen zurückzubringen. Alfanas Falle ist am Alfanasee, aber wo genau, weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich diese, dort wo es runtergeht halt. Vielleicht an diesem, Hafen. Ich sag zu dem Hafen. Aber wir müssen sowieso zuerst nach oben. Okay. An diesem Dock, wo man zu der Mittelinsel kommt. So. Ich sehe, Kiste war also mit etwas verbunden. Und jedes Mal, wenn ihr einen Runenstein findet und ihn in die Kiste legt, wird er durch Magie an einen anderen Ort gebracht. Das hört sich nach einem Werk unserer Feinde an. Oh, die Alsen oder die Syrten? Ich werde es den Nahen bringen, wir werden die Truppen bereitstellen. In der Zwischenzeit habe ich eure Begnadung vorbereitet. Da ich euren Fortschritt sehe, entschuldige ich die Fehler, die ihr damals gemacht habt. Ich habe Fehler gemacht damals? Ich habe doch keine Fehler gemacht. Ihr werdet aber immer noch mit euren Ruf kämpfen müssen. Eure Landsmänner mögen euch nicht vergeben, so wie ich. Bringt eure Begnadigung zum General, er muss unterschreiben, damit ich es annehmen kann. Wir sehen uns. Was wollen die mich anprangern? Weil ich eben die Kisten, die Sachen Kisten verschlossen habe und so und die Sachen plötzlich weg waren. Da bin ich doch nicht schuld. Also bitte, wenn die potässlichen NPCs nur herumstehen und nicht in die Kiste schauen. Oh, übersprungen. Ist mir egal. Dann wieder zurück. Tut mir leid fürs Überspringen, aber eben, wenn man doppelklickt,
Es nervt mich einfach. Man muss so wenig bei Champions of Legend klicken. Das kann ich nicht. Ich bin ein Action-Rollenspieler. Genauso ein Kommentar kam auf YouTube. Hey, komm, hey, bist du da? Tu die Gegner nicht immer zweimal anklicken, so wählst du sie nur wieder alles ab und so. Kann ich etwas dafür? Ich bin von Diablo 2 und von Path of Exile so extrem gewöhnt, dass ich tausendmal klicken muss. Also bitte, sorry, tut mir leid, aber ist nur so. Ihr habt eure Begnadigung unterschreiben lassen. Herrlich, alles ist wieder so, wie es einmal war. Ihr solltet wissen, dass wir im Besitz aller Runensteine waren, die wegen euch verloren gegangen sind. Unter uns eine Gruppe von Sperren hat die Feinde schon gesichtet und unsere besten Soldaten sind schon auf dem Weg, um die Steine zu holen. Komm am Morgen wieder und wir werden den Sieg des Königsreichs feiern. Sorry, aber erstens habe ich keine Schuld und zweitens... Ich komme mal ins Game und hau die eins in die Fresse, okay? So, dann weiter. Ich habe schreckliche Nachrichten. Das Bataillon, das ich losgeschickt habe, um den Feind zu töten, wurde ausgelöscht. Von 20 haben nur eine Handvoll überlebt und die Überlebenden sind nur noch ein häufiges Elend. Damit wir dort hinten müssen, um die Kiste zu holen, okay? Sie sagten, als sie ankamen, saß da nur ein Mann namens Odormo. Und eine Kiste. Die Soldaten sagten, er sprach über die Zerstörung, die er bald bringen wird, und plötzlich tauchte eine Dämon auf. Sie suchten Schutz, aber es war schon zu spät. Einige kämpften, einige versteckten sich. Am Ende überlebten nur die, die weggelaufen sind. Wieso sind eigentlich jetzt das, was geschrieben ist, so gut, plötzlich, also so gut für Regnum, und vorher so ein Bullshit. Ich will, dass ihr die besten Krieger des Landes versammelt und den Dämon besiegt. Wir müssen die Leute rächen, die im Kampf gefallen sind, um Gerechtigkeit in unserem Land zu bringen. Ich habe einen Speer außerhalb von vulkanischer Zone platziert, der euch helfen wird, dorthin zu kommen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr den Kopf der fiesen Kreatur in den Händen haltet. Habe ich ja so richtig Bock, so einen Boss zu besiegen, der extrem viel Leben hat. Ach komm. Schon wieder so ein Low-Level-Item. Gut, in die vulkanische Zone, okay. Er hat gesagt, außerhalb. Okay. Das muss wahrscheinlich der sein, dort am Boden, sonst gibt es ja keinen anderen. Da ganz am Grund unten. Was will die? Morgen. Na, was schreibst du? Ja, also gehen wir mal da drunter. Müssen hier lang ein bisschen umherum. Ich würde am liebsten über jumpen, aber das ist ja so etwas von schlimm, wenn man abkürzt, dass man Fallschaden bekommen muss. Gleich gerne. So, wow, toll, dass ihr euch endlich, ja schon endlich, also okay, aber danke, dass ihr Kontakt aufnehmt, so langsam kommt es wirklich in die Fahrt. Früher musste ich da Parts aufnehmen und nichts passierte. Heutzutage richtig toll. Und ja, wir machen jetzt kurz noch die Quest und dann ich habe keine Zeit mehr. Part sollte jetzt fertig sein und der nächste Part geht dann mit den Fortschlachten los und vielleicht die Quest. Jetzt werde ich dann noch dann kurz mit ihm reden. Also, Dankeschön fürs Schauen und viel Spaß noch mit den anderen Videos. Bye!